Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen hier zu einem neuen Fang auf meinem Kanal. Wir machen heute mal eine kleine Laberrunde. Ich möchte euch sagen, was euch quasi im Jahr 2021 hier so auf diesem Kanal erwartet. Ihr könnt da übrigens auch mitbestimmen. Und warum jetzt auch am Dienstag kein Video kam und wieso jetzt die Ansicht so ist, wie sie hier ist. Also, gehen wir rein in die Olga. Ja, Freunde, kurz für euch, die nicht bei Instagram sein sollten. Da hatte ich es schon reingeschrieben, warum Dienstag kein Video kam. Für die, die halt kein Insta haben und sich fragen, wo war Dienstag das Video? Hey, die Auflösung. Ich habe es zeitlich einfach wirklich nicht geschafft. Ich bin auch ehrlich, ich hatte nicht wirklich Lust auf ein Video. Und da habe ich mir gesagt, gönnst du dir lieber eine Pause, als dass du irgendwie ein liebloses Video jetzt in einer Stunde abdrehst, das fix schneidest und hochlädst, nur um eins rauszuhauen. Hatte ich halt auch nicht wirklich Lust dazu, beziehungsweise wollte ich euch jetzt nichts irgendwie was Liebloses anbieten einfach. Das war einfach so der Hauptgrund, weshalb Dienstag kein Video kam. Ich hatte ein bisschen zu tun, ich war einfach auch kaputt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe wirklich 3 Jahre jetzt komplett durchgehasselt, jedes Mal ein Video. Und diesmal habe ich halt einfach gesagt, okay, jetzt machst du mal eine kurze Pause, lässt das Dienstag-Video weg. Dafür machst du Freitag wieder ein Video. Und das war eigentlich so der Hauptgrund dafür, dass halt am Dienstag kein Video kam. Ich habe mir einfach mal eine Pause gegönnt. Ich bin nicht krank oder so, es ist nichts passiert. Ich war einfach ein bisschen kaputt, Freunde. Ja, Freunde, haben wir Punkt 1 eigentlich schon abgearbeitet. Punkt 2 ist, ihr seht, die Ansicht ist eine andere. Die Ansicht ist auch noch nicht perfekt. So wie sie jetzt ist, an sich bin ich erstmal zufrieden. Ihr seht, ich habe hier im Hintergrund ein bisschen was gemacht. Hier hinter mir sind die Köpfe auf kleinen Brettern. Da oben drüber über dem ATH, wo ihr bloß die Füße seht, ist noch ein Kopf. Der ist ein bisschen hoch geraten. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Aber egal, unter dem Werkbundkopf quasi hier unten drunter kommen noch 2 Bretter. Da kommen auch noch Köpfe drauf. Da will ich so ein bisschen die Köpfe draufsetzen, die ich so ein bisschen sammle, die halt jetzt ich nicht zum Rauchen nehme. Da würde zum Beispiel auch noch der S-Kopf draufkommen. Die sollen da hin und unten drunter soll halt noch vielleicht ein kleines Brett, wo ich zum Beispiel mein Level-Up-Dosen hinstellen kann. Ich will das Ganze hier hinter mir quasi ein bisschen umgestalten. Man sieht es auch schon an dem Bild mit den LED-Leisten, finde ich eigentlich relativ cool geworden. Auch wenn man das Bild nicht ganz sieht, weil ich sonst bloß so bis hierhin zu sehen bin. Aber an sich bin ich zufrieden. Ich hatte erst überlegt, ob ich ein Video drehe, wie ich das Ganze hinter mir aufbaue. Ich hatte da ringsrum überall Dämmmatten in Shorts. Und ich sag mal, freundlich ausgedrückt, konntest du es wirklich keinem anbieten. Das war so eine ganze Rolle aus Akustikmattenstoff. Den habe ich mir zurechtgeschnitten und krumm und schief. Real Talk, krumm und schief war dagegen noch ein Scheißdreck. Also das konntest du wirklich keinem anbieten. Die habe ich alle wieder abgemacht. Ich lasse es jetzt so und werde noch ein paar kleine Regale hinten dran machen. Mal schauen, was ich da noch hin mache. Ich habe auch überlegt, ob ich quasi hierhin von der Most Breeze 2 den Holzkasten anbohre, irgendwie als kleines Regal für irgendwas. Habe ich auch überlegt, muss ich mal schauen, könnt ihr ja mal reinschreiben, wie ihr das finden würdet, wenn wir den Kasten da hinten anbohren würden. Ich hoffe, ich komme überhaupt durchs Holz und es platzt mir nicht. Keine Ahnung, wie gesagt. Das ist gerade so aktuell, was ich quasi mache, wenn ich keine Videos drehe oder nicht streame. Ich bin halt hier wirklich schon wieder am Umbauen, obwohl das Studio eigentlich noch gar nicht lange steht. Passiert ja immer noch ein bisschen was weiter. Das ist so das, was jetzt auch auf euch zukommt in den nächsten Tagen. Es wird sich, oder in den nächsten Wochen, es wird sich hier im Hintergrund immer mehr ändern. Bis ich dann irgendwann sage einfach, jetzt passt's, jetzt bin ich zufrieden. Und das ist eigentlich so das, was euch zum Beispiel auch erwartet. So, Freunde, dann, was euch wirklich speziell auf dem Kanal jetzt hier erwartet. Ihr habt es gesehen, ich habe mich jetzt auch an den Intro rangesetzt. Ich hoffe an der Stelle übrigens, es hat euch gefallen. Ich finde es eigentlich richtig geil geworden. Gerade auch mit der Musik. Ich hoffe, die Musik wird nicht gebannt. Ich habe keine Ahnung, ob die Copyright geschützt ist. Keine Ahnung, werde ich sehen in den nächsten Wochen. Ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen hingesetzt und so überlegt, was könntest du eigentlich für Formate bringen. Weil jede Woche eine Tabak-Review ist, denke ich, für euch auch da draußen ein bisschen langweilig. Und ich habe halt auch Bock, irgendwie was anderes zu machen. Ich habe mir jetzt mal hier drüben was aufgemacht. Ich habe jetzt hier 4 Formate schon aufgeschrieben. Das sind bekannte Formate. Ihr könnt mir natürlich auch noch Formate reinhauen in die Kommentare, wo ihr sagt, würde ich gern sehen wollen. Es muss sich jetzt nicht unbedingt auf Shisha beziehen. Es wäre aber von Vorteil, wenn es sich auf Shisha bezieht. Wenn ihr da eine Idee habt, schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ich habe mir jetzt als
Format Nummer 1 zum Beispiel aufgeschrieben, Unboxings. Unboxings wird es dieses Jahr wieder geben, nicht nur von Pfeifen. Ich habe das ja vor ein paar Jahren auch immer mal gemacht, wenn ich bestellt habe. Und das werde ich jetzt in Zukunft auch wieder machen, sprich wenn ich mir Tabak bestelle oder mal einen Köpfe bestelle, werde ich euch das zeigen in einem Video. Es wird jetzt nicht sein, wenn ich mir zwei Dosen Tabak bestelle, werde ich hier kein Unboxing-Video aufziehen, das ist Quatsch wegen zwei Dosen. Aber wenn ich wirklich mal hier und dort mal ein paar kleine Päckchen quasi bestelle, wo hier und da was drin ist, werden wir das quasi als großes Unboxing zusammenfassen, wo wir dann durch die einzelnen Pakete alle zusammen durchgehen. Dann habe ich mir als zweiten Punkt aufgeschrieben Tutorials. Tutorials im Sinne von Kopfbauvideos. Dann hat man es mal gemacht, wie man zum Beispiel die Pfeife richtig reinigt. Das haben wir zum Beispiel mit der VZ damals gemacht. Das will ich vielleicht noch machen. Das wäre zum Beispiel auch interessant bei einer VUCA, weil bei einer VUCA kann man nämlich auch das Holz ein bisschen pflegen. Das habe ich geplant. Einfach so ein bisschen Kopfbauvideos, Schläuche reinigen, wie ich das mache, wie ich eine Bowl reinige. Speziell auch wenn Farbe zum Beispiel in der Bowl ist, sowas halt. Das verstehe ich jetzt für mich unter dem Begriff Tutorials. Auch da könnt ihr natürlich reinschreiben zu den einzigen Punkten. Die Sprachfehler, die bleiben natürlich da. Zu den einzelnen Formaten, die ich euch jetzt schon hier nenne, könnt ihr natürlich auch noch reinschreiben, was ihr jetzt zum Beispiel sehen würdet. Dann haben wir als dritten Punkt haben wir natürlich die Gewinnspiele. Die Gewinnspiele, da werde ich das so machen in Zukunft. Ich hatte es im letzten Twitch-Stream im Dezember auch schon gemacht. Ich werde Gewinnspiele auch wieder auf Instagram machen. Speziell auf Instagram, da ist dann nicht mit YouTube abonnieren, pipapo, das ist dann wirklich nur speziell für Instagram. Es wird auch hier auf YouTube wieder Gewinnspiele geben und es wird auch wieder Gewinnspiele auf Twitch geben. Dort allerdings werde ich das so machen, dass man dem Kanal wenigstens folgen muss, auf Twitch zum Beispiel. Einfach aus dem Grund, weil ich natürlich die Gewinnspiele machen will, um den Leuten, die mich supporten, was zurückzugeben und nicht um die Leute, die jetzt zum Beispiel in Twitch einfach reinkommen und sagen so, oh cool, hier kann man das gewinnen, hier bleibe ich mal drin. Und ich gucke mir den dann nie wieder an. So nach dem Motto, ich will natürlich euch, den Supportern, den Abonnenten quasi gesagt, was zurückgeben und nicht, sage ich mal, irgendwelchen fremden Leuten. Und das wird auf jeden Fall auch wieder kommen. So, als vierten Punkt habe ich dann Top 10 Tabaksorten, Top 10 Pfeifen als Beispiel. Das habe ich mir überlegt, werde ich einmal im Quartal machen, also sprich alle drei Monate wird quasi ein Top 10 Video kommen von den Sorten, die wir bis dahin geballert haben oder die ich bis dahin vorgestellt habe oder was ich halt aktuell rauche, wo ich ein Ranking mache mit den Top 10. Ihr kennt das mittlerweile. Das habe ich halt vor, vierteljährlich zu machen, quasi Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ist das geplant? Ich hoffe, ich vergesse das nicht, dass ich nicht nach 4 Monaten ein Video mache und dann wieder nach 2 Monaten. So ist das geplant, quasi wirklich für jedes Quartal, dass wir da eine Top 10 machen. Da wird das erste Video, wie es gerade gesagt, im März dann kommen dazu. Weil ich sag mal, so alle 5 Wochen brauchst du das nicht raushauen. Da ändert sich eigentlich bei mir zumindest nicht viel. Deswegen habe ich mir überlegt, mache ich das jeweils vierteljährlich, dass wir da pro Jahr 4 Top 10 Sorten haben. Und vielleicht machen wir es dann auch am Ende des Jahres so, wenn wir so wieder auf den 31. zugehen, dass wir quasi so einen Abschluss aus diesen 4 Top-10-Listen machen. Eine Top-10-Liste, die mich wirklich komplett überzeugt hat. Keine Ahnung. Werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Bis dahin ist auch noch ein Stückchen Zeit. Aber das ist auch noch ein Format, was dieses Jahr auch kommen wird oder wiederkommen wird oder ich sag mal weitergeführt wird. Dann habe ich mir noch was überlegt. Da will ich wissen, aber ob ihr das feiern würdet. Ich prinzipiell feiere das. Ich kenne das zum Beispiel von Keller. Der hat das auch damals nicht so oft gemacht. Jetzt macht das öfter, gerade auf seinem Zweitkanal. Unboxings im Sinne von Sachen, die wirklich fast gar nichts mit Shisha zu tun haben. Ich feiere ja diese ganzen Pop-Up-Figuren, die verteilen sich ja hier überall durch den Raum. Hier oben stehen welche, hier vorm Schreibtisch stehen welche. Und so weiter. Und da gibt es nämlich eine schöne Seite und da kannst du quasi wie eine Art Mystery Box bestellen und die schicken dir dann was zu. Die Mystery Boxen haben immer verschiedene Themen. Die haben zum Beispiel Horror Box, Gaming Box und was weiß ich nicht noch alles. Solche Boxen haben die halt, die müsste man bestellen und dann kriegt man glaube ich jeden Monat eine
Und dann könnte man da jeden Monat quasi so ein Video machen, wie wir das zusammen auspacken. Das, was ich dann nicht brauche, werden wir dann auch irgendwie mal in Streams raushauen, spontan. Das sind dann keine Gewinnspiel-Streams, das wird dann einfach mal so spontan unter den Leuten verlost, was ich da nicht brauche oder womit ich halt nichts anfangen kann, sage ich mal so. Das würde ich dann an euch weiterleiten in Streams. Aber da möchte ich natürlich wissen, wie fändet ihr das? Wenn wir halt wirklich so, ich sag mal, Nerd-Stuff so ein bisschen bestellen würden, so eine Box zum Beispiel, die alle 4 Wochen rauskommt und wir die unboxen würden zusammen, wo das eine oder andere natürlich auch für euch dabei ist. Haut mir da bitte mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich finde das eigentlich ganz lustig und ich will aber eure Meinung dazu wissen, wie ihr das findet, weil wenn ihr das kacke findet, machen wir es natürlich nicht. Das ist so das 5. Format. Die 5 Formate habe ich jetzt erstmal. Wenn ihr noch weitere Ideen habt, wie gesagt, haut mir das sehr gerne unten in die Kommentare. Ich lese mir das natürlich durch und gucke dann, ob ich das einbauen kann, ob ich es überhaupt einbauen will. Oder vielleicht machen wir auch so ein Unboxing, wie wir es im Stream hatten, mit diesem Sugar-Dad, mit diesen amerikanischen Süßigkeiten. Sowas halt mal bringen, immer mal zwischendurch. Wie würdet ihr das finden? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und dann war es das mit dem Laberrünschen hier heute schon. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns dann später 19 Uhr im Stream hier auf YouTube. Und braucht ein entspanntes Köpfchen, Freunde. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten in der Kommentarspalte. Und jetzt der letzte Zug auf euch. Geraucht wurde übrigens in der Alpha-Hooker. Reingehauen, Freunde.